Geh doch mal entgegengesetzt zu mir. Vielleicht gelingt es dir dann. Hier sind drei Fische. Hier, hol dir einen. Ah, siehste, geht doch. Na also, mein Gott. Ich hoffe, das müssen wir nie wieder machen. War doch nicht so schwer. Es war sau nervig. Oh mein, das ist die Spawns, die ich dort hatte. Ah ne, da liegt er noch am Stein. Aber ich packe. Sehr schön. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Ich finde, wir sollten die Klamotten ausziehen. By the way, Vor allem du mal mit deiner Häftlingsnummer da something I dran. didn't do. Vielleicht So you're innocent, huh? nicht schlecht. Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky, so I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. He's dead. Closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay? Macht sich der Campingfeuer und so weiter. Da kommt die mit dem Hubschrauber. Als ob. Als ob die das nicht sehen würden. Das Campingfeuer haben die Polizisten aus dem Hubschrauber nicht gesehen. Das sind absolute Experten. Ja. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Du stehst vor einem Baum. Ja, ich weiß, meine Maus hat sich gerade verheddert. You know what? What? You're actually the oh, das ist eine kleine Farm unten. Bank that I've talked to without a gun in my hand. Gut, töten wir die Besitzer, dann ist es unsere. Progress, Leo. Ja. So ungefähr wird's laufen. See that house? Let's check it out. Nein, das Haus siehst du bestimmt nicht. Sieh das Haus. Was für ein Haus? Ich sehe nur Bretter. Okay, brechen wir ein. Wir brechen sowas von ein. Give me a hand, Leo. Warte, ich komme. Ah, schöne Geräuschmaster da. Come on, help me with this. Na komm,
Molly. Fällt auch gar nicht auf. Mit zwei Gesichter hinter dem Bogen. Nee. Daran sieht man, wir sind in Amerika. Zwei alte Leute und eine Schrotflinte. Die beiden intelligentesten Menschen dieser Welt. Die beiden stehen auch gar nicht auffällig hinter dem Bogen. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Paul bewältigen Pferde freilassen. Also Modi. Ich bin doch nicht bescheuert. Hast du nicht die Shotgun gesehen? Ich habe keine Lust, die abzukriegen. Ich will die haben. Pferde befreien, wie lame ist das denn? Du willst ein paar alte Leute verprügeln. Warum nicht? Wir kommen gerade aus dem Gefängnis. Ja, auch wieder wahr. Obwohl. Komm schon, wir machen den richtigen Arschlochweg in diesem Spiel, okay? Okay. Also die dümmsten Ideen, die gehen. Ja. Okay, then. Front door should be on the other side. Ich meine, das Liosweg, das war meine Idee. Mal wieder. Ja. Ich habe die besten Ideen. Hey, stay low. mit dem Auto über die Brücke fahren. die Alten überwältigen. Okay, ich geh durch die Tür, du durch die andere. Oh, ich hab die besten Ideen. Offene Fenster. Beziehungsweise ich geh durch die Tür. Wird durch die Tür gehen. Überwältigen die. Wir müssen uns irgendwie von hinten anschleichen, wenn wir es wollen. Der eine steht mit dem. Sitzen genau so rum, dass wir uns nicht an die Rand schleichen können. Was machst du? Von außen rangehen. Beziehungsweise. Kann ich hier einen Strom ausmachen oder sowas? Nein. Soll ich von hinten? Oder? Ah! Oh Scheiße. Hier ist keiner. Okay, Vincent got their attention. I should find a way to ambush them. Ich hab die hergelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Dann. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist. Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du's gemacht? Ich hab ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. We'll be out of here in no time. Damn criminals! Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben wir noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist, ich habe eine Flinte. Das sieht jetzt unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboyhüte. Oh. Oh nein. Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboyhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab neue Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott. Ich hatte recht. Modi, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja, sofort.
zum Tag gehen. Die haben eine Webmaschine. This must be one of the fancy models. Hey, my grandma had one of these. Oh, cool. Wieso spielen wir hier mit Zeug von irgendwelchen alten Leuten? Ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir doch im Knast bleiben sollen. Puffy. Ich will auch eine Hut. Wo hast du den Hut gefunden? Darf ich mal raus? Wo ist, ah, hier sind die Klamotten. Hm? Die Jacke sieht nicht schlecht aus. My wife always says that I don't look good in hats. Let's prove her wrong. Nice. Yes. Sehr schön. Passt zu meiner Jacke. Ja. Die können wir nicht mitnehmen. Ich hoffe, ich darf den behalten. Ich glaube nicht. Lass ihn mal anprobieren und wieder ablegen. Schade. Hätte ich gerne mitgenommen. Ich habe eine Schrotflinte, ich bin zufrieden. This is the first and last time I'm testing this type of hat. Ich hab's mir hier bequem gemacht. Ich sitz jetzt wie ein alter Mann mit der Schrotflinte im Sessel und warte, bis jemand kommt. What kind of shit do they read? Okay, ich lese mal durch. Ich hab dein Bild wieder gerettet. Kommst du? Ich lese hier mal durch. Während du da oben umhantierst, ich lese hier ein Buch. Ja, ich hab dein Bild übrigens wieder entschmiert. Das ist schlecht. Eine Spieluhr. Verdammt. Ja. Lies weiter. Was gibt's denn am Frühstückstisch zu tun? Oh! Schwer. Was? Oh Gott. Oh Gott, was? Oh, ich kann Klavier spielen. Nice. Das ist großartige Spieler. Ich mache das großartig. Was machen wir gerade? Ich weiß es nicht. Was sind wir hier tot? Wir sind kompetent. Wir sind gerade in das Haus eines alten Ehepaars gestiegen, haben uns neue Klamotten geholt und spielen jetzt hier Musikinstrumente. Ja. So. Extrem, komm. Leicht. Oh Gott, meine Tastatur reagiert gar nicht schnell genug. Meine auch nicht, ach scheiße. Ja, das kriegen wir nicht hin. Wir sind zu schlecht. So, das Radio. Hab ich schon angemacht. Was für ein Scheiß. Ich hab's wieder ausgemacht. Let's get a fire going. That should do it. Oh, ich mach Feuer hier im Haus. Wir wohnen jetzt hier. Kann ich das Feuer anzünden? Nee, kann ich nicht. Alright, let's light it up. Na doch. Jetzt oh drei Holzscheite. Es kann nur eine gute Idee sein, hier Feuer zu machen. Das ist pretty interesting. Ah, selbes Buch. Ah, okay. Ich sitze am Feuer. Und leg meine hoch, lese ein Buch. Sehr gut. Wir wohnen jetzt hier. Das ist jetzt unser Grundbesitz. Die alten verhungern im Schrank. Oh, ich wollte jetzt noch eine Flinte haben. Darf ich die haben? Wahrscheinlich nicht. I knew it. It's only decorative. Ah. Schade. Dann bist du der Mann mit der Waffe.
Glaub mir, das ist besser so. Oh, hier sind noch mehr Räume. Yep. Oh. I can't even remember the last time I had a cookie. Ah, Kekse. Ah, Kekse von Oma, das ist. In der Keksdose. Ich mach mal den Abwasch. Das sind gute Hausgäste, ich mach ein Würstchen. Ich mach Abwasch. Wieso geht das? Ich meine, wir wohnen jetzt hier. Wir können uns auch um den Haushalt kümmern. Das ist jetzt unser Haus, wir haben nur ein komisches Ehepaar auf dem Dach. Was ist im Kühlschrank drin? Bier. Das ist Milch. Fantastisch. Und das du wolltest. So dumm, dass das alles geht. Modi, und du wolltest den Weg nicht nehmen. Du wolltest lieber die Pferde klauen. Ja. Ich rufe jetzt wen an. Hallo, Mutter. Wir sind gerade eingebrochen. Hi. Is this Steve? Looks freshly made. Rob? No? Ich telefoniere wirklich mit Leuten. Bob. Ich glaube, mit Bob wärst du sehr viel realistischer in dieser Gegend. Große Pizza. Ich bestelle gerade eine Pizza. Oh Gott, wieso? Wieso gibt es diese Möglichkeiten? Oh shit. Ich hab grad die Polizei angerufen. Oh shit. Wirklich? I'm sorry, wrong number. So schön. Ja, du darfst doch mal. Du musst auch in die Polizei rufen. I haven't cleaned myself in days. Zu schön. Oh. Oh scheiße, du hast deine Frau angerufen. Ich hab meine Frau angerufen offensichtlich. Und du hast Pizza bestellt. Und die Polizei angerufen. Ja, und ich kann nicht mehr anrufen. Cool, du hast die Polizei und Pizza bestellt. Wir sollten zum Truck gehen. Ach nö. Nein. Ja. Ah, Moment. Können wir gleichzeitig hier... Oh, ja, können wir. Fernseher anmachen und setzen. Jo. Kannst dich aufs Sofa setzen. In der Tat. Das Feuer brennt schon. Es ist so unendlich dämlich, dass das alles geht. Und sonst noch heute was vor? Wie wär's mal mit einer Flucht? Auf die Pizzaboten warten und die Polizei, die ich angerufen habe, die beide kommen werden. Ja. Läuft wieder nur Scheiße im Fernsehen, wir sollten gehen. Lieber fliehen? Du hast eine Kanone, also ja. Okay, ich glaube, hier gibt's wirklich nichts mehr zu sehen. Nee. Außerdem noch einen Hund. Wir sollten die Pferde holen. Wir wollten zum Truck. Wir wollten die Pferde holen. Vielleicht zu den Pferden? Wir können doch beides machen, warum nicht? Ich guck mal, ob wir zu den Pferden können. Hier ist ein Rasenmäher. Oh, schade. Das wäre es jetzt doch perfekt gewesen, wenn ich jetzt den Rasen hier mir gemäht hätte. Wir können zu den Pferden. Nice. Oh mein Gott. Ich wollte noch den Rasen mähen. Wir können hier die ganze Scheiße auch noch machen. Und Pferd. Want some hay? Du fütterst die Pferde. Wir sind jetzt Farmer. Hey there, Horsey. Whoa, okay. I'll leave you alone. Du musst die Pferde befreien? Oh, ich streichle Pferd. Streit das Pferd. Ich hoffe, wir können sie befreien. Wir brauchen doch keinen Truck, wenn wir Pferde haben. Nee, den Cowboy-Hut durfte ich auch nicht mitnehmen. Ich repariere die Lampen. Come on, you im Stall. Das ist halt das Perfekte. Zwei Kriminelle brechen ein, fressen den Kühlschrank leer, aber machen den. Oh, ich hab die Lampe repariert. Und reparieren die Scheune. Ich hab die Lampe repariert. Wie viele Gefängnisse? Das ist wunderschön. Wie viele Ausbrecher braucht es, um eine Glühbirne auszuwechseln? Zwei.
Nö, ich hab nur ihre Tiere versorgt. Das ganze Spiel ist einfach so komplett dumm. Aber lustig. Okay, ja, ich glaube, wir können die Pferde nicht befreien, oder? Nee, können wir nicht. Schade. Ich kann mit dem nochmal interagieren? Ja. Aber wir können mit deren Truck abhauen. Hey, mich mögen sie. Aber wir können mit dem Truck abhauen. Ja, du hast doch keine Flinte auf dem Rücken. Das ist... liegt vielleicht daran, dass die Pferde dir vertrauen. I bet you're a fast one. Ja, ich glaube, das liegt daran. Oh, Hühner! Oh, Hühner füttern. Do you have any eggs for me? Wir sind jetzt wirklich Farmer. Hey there. Whatever. Willkommen zu Farm Life. Tiere mögen mich. Hey there. Oh, Schweine. Guess not. Come oh nein. Rolling around in mud all day must be pretty nasty. Oh, schade. Ich dachte gerade. Was? Ich könnte auf dem Schwein reiten. Oh Gott. Das ist so eine schlimme Person. Delicious Bacon. Ich gehe auch mal zu den Schweinen. Wahrscheinlich darf ich drauf reiten. Ich glaube, ich bin der Arsch, das Arschloch hier. Hello, ich glaube auch. Ich meine, wenn die... ich werde auf jeden Fall entscheiden, dich umzubringen, aber... Houston. Ja, mein Problem. Oh, Hühnchen. Ich bin wirklich das Arschloch. Ich werfe Hühner. Ich kann Hühner werfen. Hey Vincent, check this out. A flying chicken. Vincent, ich werfe Hühner. Kannst du die Hühner werfen? Nee, du kannst sie nur. Ich kann sie nur scheuchen. Dieses Spiel, das ist so cool. Alter. Das ist so endlos. Guck dumm. Mal, wie das von dir aus aussieht. Wie sieht das? Guck mal auf mich. Ich werfe Hühner. Ich liebe es. Okay, wir sollten zum Truck gehen, bevor die zwei alten Leute ihre Fesseln abhaben. Da steht ein Schrank vor der Tür. Das ist die... keine Angst. Und das heißt nichts, hast du ihn mal gesehen? Hier gibt es noch Kühe. Und wir haben eine Schrotflinte. Oh, hier gibt es noch Kühe. Ja, da hinten hinterm Haus. Ich bin auf dem Weg. Kühe sind cool. Kann ich noch Kühe schubsen gehen? Ich bin schon das auf dem Weg. Das wäre zu cool. Ich sehe dich da hinten. Da sind Kühe. Können wir hin? Ah ja, hier. Hey Bessie. Want some grass? No? Ich will kein Gras. Well, fuck you too. Vielleicht kannst du sie füttern. Oh lol, hier hätten wir wahrscheinlich in die Scheune gekonnt. Versuch du mal die zu füttern. Natürlich. Du kannst sie streicheln. Ah, Kühe sind scheiße. Okay, gehen wir zum Truck. Ich glaube, wir sind. Nö, ich denke nicht. Wir finden noch einen Traktor und fahren noch die Ernte ein. Dann fahren wir zum Markt, verkaufen noch. Oh, hier gibt's Wasserbrunnen. Oh mein Gott, nein. Darf ich? Nein. Weil es ist. Warum geht das alles? Es macht halt keinen Sinn. Wir machen uns jetzt hier unser Landleben. Hufeisen werfen. Nice. Es gibt Minispiele. Okay. Lass mich auch. Verdammt. God damn it. Oh, das ist gegeneinander. Lass mich auch. Ach, du hast nur eine bestimmte Anzahl. Okay, lass mich. Ja. Oh, 7 hast du geschafft. Wie hast du 7 geschafft? Ich weiß es nicht. Ah! Weil ich einen 5-Reger gemacht habe. Ja. Shit.
Ich habe auch keine Ahnung. Ah, 4. Verdammt. Crap. Okay, ich mach noch mal eine Runde. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Natürlich will er wieder gewinnen. Das waren 5. Das waren 10. I'm the master. A perfect throw. Oha. Okay, 25. Katze. Mach's jemand nach. Jemand muss die Katze erschießen. Die Katze hat gerade einen Eimer gegen mich geworfen. Du kannst bohren. Ich kann bohren. Ah, Benzinkanister. Hey, ich habe einen Benzinkanister gefunden. Einfach random. Ah, so. Boom. Ich habe 9. Ich habe 25. Ich habe ein perfektes Spiel gemacht. Ja, gut. Beziehen kann es doch. Ich habe den Traktor gefunden. Der ist wertvoll. Ja, ich glaube, brauchen wir den Traktor fahren. Might as well help them out. Wir bauen jetzt hier unser Farmleben auf. Das ist unsere Einstellung ist halt so. Hey, wir sind bei ihnen eingebrochen und haben sie gefesselt auf den Dachboden gesperrt. Wir können auch ihren Abwasch machen, ihre Scheune reparieren und ihr Feuerholz hacken. Na sicher. Ja, dafür haben wir auch Dinge werfen machen. Fressen. Was machen wir mit dem Benzinkanister? Den nehmen wir mit, oder? Den brauchen wir wahrscheinlich für den Truck. Glaube ich nicht, weil sonst würde er nicht hier liegen. Den habe ich gerade aus dem Generator geholt. Benzin ist wertvoll momentan. Lass mich auch mal. Ja. Will auch mal Holz hacken. Nimm den Benzinkanister mit. Ich guck erstmal, wo der Truck überhaupt ist. Dann geht's mit der Story weiter mit der. Some help, please. Ah, ich brauch dich hier. Ah, da geht's weiter. Dann nehme ich das Benzin gerade mit hoch und dann hackst du noch ein bisschen Holz. Hey. Sicher, dass wir hier nichts vergessen haben? Das Windrad da zum Beispiel? Wir haben vermutlich was vergessen, aber das ist auch egal jetzt. Vielleicht können wir da hoch. Ja, komm, wir gucken nochmal eben. Nee, können wir nicht. Wenn wir schon mal hier sind an so einem schönen Tag. Können wir bestimmt noch irgendwas mitmachen. Das Windrad zum Laufen bringen. Da ist eine Leiter. Wir schließen denen einfach noch einen Internetvertrag ab. Hm. Jo, da ist eine Leiter. Wir können da hoch. Da ist eine Leiter. Oh shit, this is getting pretty high. Ha! Was für eine Angst! Das sieht man auch übelst an deiner Kamera. Why the hell did I come up here? Alles gut. What an amazing view. Lass mich mal da lang. Nein! Hey. Let's get this thing started. Wir helfen denen wirklich noch damit! I can make it go faster. Mach schneller. Ich drehe es so schnell wie möglich. Ich hoffe, wir machen es kaputt. Wir machen Zeile. Für dich ist das halt übelst. Yo. Wir haben es wirklich repariert. Warum? Nice. Dreh eine Runde erreicht. Achievement. Ist ja fantastisch. Ich find's cool, dass es bei dir bei der Kamera so einen Höhenangsteffekt gibt. Während es bei mir einfach so ist, ja, ich bin halt oben. Da gibt's einen Höhenangsteffekt? Ja, es schwabbelt sehr viel rum und das Field of View ändert sich dauernd. Okay. Wenn du oben bist. Interessant. Hier können wir noch rein. Ja, das ist die Scheune. Achso. Waren wir schon drin. Kannst du ja nochmal mit den Pferden spielen. Könnt die Tür nochmal aufmachen, vielleicht könnt ihr dann raus. Beide Türen offen sind.